Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Conflict, zu einer neuen Folge und neuen Spaß und was weiß ich, was da auch noch alles neu ist. Ich weiß es nicht, so. Ja. Ich wollte zwar eigentlich eine PvP-Runde machen, heute. Aber dann ist mir eingefallen, ich muss ja meine Stiletto leveln und die Stiletto ist ziemlich scheiße. Und wenn ich mit der im PvP spiele, bin ich zu 200% tot und... Nein. Das kann ich nicht unbedingt machen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass meine Schüsse etwas zu laut sind. Es tut mir leid, ich habe immer noch das Gefühl, dass die etwas zu laut sind. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer noch dieses Gefühl. So. Hier können wir uns jetzt wenigstens in Ruhe durchballern. Einmal querfeld ein. Den machen wir auch noch schnell alle. Und weiter geht's. So. Alter. Was ist denn hier mit A und B los? Komm, passt man nicht mehr auf sie auf, schon werden sie gecatchout. Komm, erobern wir die hier mal wieder zurück. So. Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich habe gehört, dass da ein Gegner hockt, ne? Egal, dann gibt schon wir hier weiter. Bis es 80 ist und dann gehen wir zu anderen. Oder wir verteidigen erstmal. Das geht natürlich auch, weil... Wo bleibt die nächste Welle? Welle? Jo. Ja, da Bingo. Da sind sie schon. Da sind sie schon. Nein, bitte nicht. Was habe ich denen jemals in meinem Leben getan? Na komm. Oh nein. Wo kommen die denn alle her? Hilfe! Kann es sein, dass ihr ein paar viele seid? Also nur mal so gefühlt. Vor allem dieser Rocket Launcher Heini da. Leute, Leute. Wie wäre es, wenn wir uns mal kurz aus dem Schlachtgeschehen zurückziehen? Ich fände das für eine gute Lösung. So. Holen wir noch gleich einen mitten in den Sarg. Ach, Mann. Seht ihr? Deswegen wollte ich kein PvP. Deswegen wollte ich kein PvP, weil ich weiß, dass wenn wir jetzt PvP hätten, dass die mich binnen von Sekunden zerrupft hätten. So etwas nennt man auch weise Voraussicht. Ich glaube, ich nicht habe. Aber auch egal. Ich hätte ja auch rein theoretisch ein anderes Schiff nehmen können, dann hätte ich PvP machen können. Ach, ich Idiot. So. Gleich ist glücklicherweise nur noch eine Level. Oh, Welle meine ich, nicht Level. Gott. Wie oft darf man sich verplappern? So. Ich glaube nämlich, so langsam ist mein Budget aufgebraucht. Nein. Verzieh dich. Wow, die gehen hier echt schnell drauf. Muss man ehrlich gesagt gestehen, diese AT-50, die sind ja jetzt nicht so leistungsfähig. Na komm. Dafür sorge ich, dass du hier stirbst. Ich hoffe mal, schön ist bei der Stiletto, es fehlt nur noch ein Synergie-Level und dann kann ich endlich mal aufs nächste Mann, es ist so schwierig zu plappern und gleichzeitig zu spielen. Nein, dann kann ich nämlich auf das nächste Schiff hochsteigen und darauf freue ich mich richtig. Weil, komm schon, nächstes Schiff. Wie als würde man sich ein neues Auto kaufen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es sich anfühlt, ein neues Auto zu kaufen, aber ich stelle mir das toll vor. Wenn man sich da irgendwie dann dahin geht, Autokaufhaus, da sieht man den ganzen Autos, man hat die ganze Auswahl. Vorausgesetzt, das Budget reicht aus. Ich weiß davon jetzt nicht so viel. Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Das reicht mir vollkommen aus. So. Mann, wie gerne würde ich jetzt mit meiner Hawk M oder Cerberus spielen? Aber nein, ich muss mit der Stiletto AE spielen. Weil, dann habe ich alle auf Stufe 8. Darüber wäre ich so glücklich, ohne Witz.
Das nächste Schiff, was ich dann, glaube ich, leveln werde, ist dann die Cerberus. Weil, ganz im Ernst, das ist unsere Kampfmaschine. Das ist unsere geliebte Kampfmaschine. Die wir alle lieben gelernt haben. Die einfach die gegnerischen Schiffe one-hittet und nichts als Chaos und Verwüstung hinterlässt. Und ja, ich glaube, das reicht als Begründung, um zu sagen, dass wir die Cerberus noch leveln müssen, oder? Gottchen. Ich freue mich. Hey, spielt da einer? Ja, da spielt einer einen Suppressor. So, dann schließen wir mal hier auf die NAV-Station ein. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Oh ne, nicht noch mehr Gegner. Komm, wo? Woher kommen die alle angegammelt? Jetzt mal ohne Witz. Gehen denen nicht irgendwann mal die Schiffe aus? Also natürlich irgendwann gehen ihnen die Schiffe aus, weil irgendwann sind die ganzen Wellen vorbei und dann so nicht. Aber das sind doch Unmengen an Verluste. Und vor allem, was ich mich ja immer frage bei solchen Videospielen ist, warum haben die Gegner solche Scheißschiffe? Die NPC-Gegner, weil ich meine, ganz im Ernst, guckt es euch an. Ne? Wir Spieler, wir rennen mit dem übelsten Schiff rum, was alles gefühlt one-hittet oder über den Haufen ballert oder sonst irgendwas oder Waffen oder sonst irgendwas, ne? Und die Gegner, das ist einfach. Ne. Totaler Crap, mit dem sie rumrennen. Aber natürlich, sobald man ein älteres Spiel spielt, was schon durchaus etwas älter ist, ein Problem ist, in die Kategorie Retro gehören würde, da hauen einen die Gegner weg, da fragt man sich schon ganz im Ernst, wie ist das Spiel spielbar, weil die treffen komischerweise dann immer, ne? Ist ja auch so eine Sache, ne? Ach, ganz im Ernst, ich will doch hier auch nur in Ruhe dieses Scheißteil kaputt machen. Was ist daran zu viel verlangt? Leute! Ich habe doch ein Recht drauf, hier Dinge kaputt zu machen. So, komm, komm. Putz, danke. Oh nee, und schon kommen hier wieder die nächsten angegangen. Ist das so ein schwerer? Gefühlt ja. Wissen, weiß ich nicht. Wow, selbst unsere Rakete richtet erbärmlichen und traurigen Schaden an diesem Schiff an. So, na komm. Dich kriegen wir platt. Na komm, 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 komm. Nice. Das war die erste NAV-Station. Freut mich. So, jetzt haben wir erstmal die hier platt. Ich muss immer noch gestehen, die Grafik von dem Spiel ist immer noch geil dafür, dass es ein Free-to-Play-Game ist. Ich feiere sie immer noch. Auch wenn das... Ich weiß jetzt nicht, ist das... Also wie... Ich kann nicht sagen, ob das einfach nur ein hässliches Bild ist, das sie da hingeklatscht haben. Aber ich schätze mal schon, dass das einfach so ein Bild ist. Aber dass die darüber noch so die Wolken animiert haben, finde ich ja schon richtig cool. Ne, wirklich noch auf dieses... Ne, klar, wenn man sich hier so jetzt die Wolken anguckt, ne, hier ist nicht so Bombe, aber wenn man jetzt hier so drüber fliegt, ganz im Ernst, es fällt kaum auf, dass die Bomben, sage ich, dass die... Wo bin ich denn? Hilfe! Wo sind die... Deine? Bin ich dumm oder so? Hä? Wo sind denn die? Habe ich mich so weit entfernt? Ich reiz nicht mehr. Nein, da lang nicht. Wo ist denn hier die nächste Station? Ach, da ist die nächste Nav-Station. Ich habe mich gerade sowas von verflogen. Oder bin ich gerade einfach auf dem Kopf? Nee. So bin ich doch richtig rum, oder? Ich hab keinen Plan mehr. Ich hab keinen Plan, wo ich bin. Okay. So. Zerstöre den experimentellen Bestrafer-Prototypen. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das möchte. Aber ich schätze mal, ich muss. Insofern. Ja, gut. Mir gefällt es übrigens nicht, dass 10 nur noch 52 hat. Nur noch 52 Punkte. Was ist das? Also ich weiß, was das ist, aber. Ich kann es nicht entziffern. Heilige.
Oh ne, jetzt kommt wieder der Teil. Ja, triff mich noch noch weiter. Boah, ist der nervig. Okay. Dass gegnerische Schiffe angekommen sind, finde ich jetzt nicht so schlimm. Was mich eher abfuckt, ist, dass er hier die ganze Zeit meine Raketen kaputt macht. So, na endlich. Heilige, wie wenig Leben habe ich denn noch? Wie mir das erst jetzt auffällt. Ich weiß, ich verzieh mich, ich verzieh mich, ich verzieh mich. Manometer. Da ist aber gründlich was schief gelaufen. Nein! Oh, heilige Mutter Maria. Oh Mann, oh Mann. Was ist denn hier los? Warum bin ich jetzt hier von mir so kaputt? Okay, the crazy man is down. Warum bist du down? Das finde ich sehr interessant. Mist. Okay, er fängt schon wieder an. Oh Mist, ich muss gleich niesen. Scheiße. Mann. Mist, sorry. Da musste ich glatt einfach mal niesen. Kein Plan, warum. Warum musste ich niesen? Ah, Mann. Mitten in der Aufnahme. Warum hätte das nicht vor der oder nach der Aufnahme sein können? Wie? Es sind nur noch zwei Schiffe aktiv. Ey, das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Also gefühlt ist das jetzt echt ein schlechter Witz. Hey, von wegen, ich gehe drauf. Ich gehe drauf. Wo sind denn hier... Gibt's hier keine, Teile zum Regenerieren? Wie hießen die nochmal? Nein, von wo werde ich angegriffen? Von hinten. Was seid ihr für welche? Ja, ich gehe drauf. Boah, war das knapp. Da wäre ich beinahe drauf gegangen. Ja, ich gehe drauf. Mist! Immerhin sind wir durch den Prototypen verreckt. Boah, aber unglaublich, wie viel der Schiff aushält. Sorry, aber... Boah. Alter. Boah, vor allem, wie viel halten diese Suppressoren bitte schön aus? Das ist ja... irre. Ja, anders kann ich das ja nicht beziffern. Ich meine, wie viel hat der ausgehalten? Oh Gott, das wird noch dauern. Ciao, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.